Hallo liebe Schüler, für das aktuelle Thema Storytelling habe ich ein bisschen Inspiration und Anregung für euch. Storytelling, das Erzählen von Geschichten, ist ja unser aktuelles Thema und daher ist so die Frage, wie gehe ich da eigentlich vor, wie gehe ich das Ganze an, was sind denn eigentlich Geschichten? Und genau das ist das, was ich in diesem Video euch ein kleines bisschen näher bringen möchte. Menschen hören gerne Geschichten und sehen gerne Geschichten. Das regt die Fantasie an. Und deswegen ist Storytelling eine ganz tolle, kreative Aufgabe, sich mit dem Erzählen von Geschichten zu beschäftigen. Und wir fangen damit ganz kleinen Geschichten an. Mein Video soll für euch eine Anregung sein, euch kreativ mit der Aufgabe Storytelling auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich auch im Wald und warum ich im Wald bin, darauf komme ich eigentlich später. Das könnte auch schon wieder eine Geschichte sein und ist es vielleicht auch so ein kleines bisschen so eine Geschichte. Könnte aber genauso gut mit dem Lockdown zu tun haben, wäre dann allerdings auch eine Geschichte. Die Umsetzung, also das Erzählen einer Geschichte, kann ganz unterschiedlich sein. Wir können Gedichte schreiben, wir können generell Texte schreiben, wir können Zeichnungen machen, beispielsweise Fotos oder Videos. So, ich als Fotograf, für mich ist natürlich die Kamera das Naheliegendste. Also gehe ich mit der Kamera auf Suche nach Geschichten und überlege mir Geschichten, die ich mit der Kamera einfangen kann. Die erste Frage ist daher auch, wie kann ich eigentlich Geschichten erzählen und was sind denn überhaupt Geschichten? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die von Workshop-Teilnehmern oder Schülern gestellt wird, ne? Der Einstieg ist deswegen in der Regel immer etwas schwer und fällt auch mir nach vielen Jahrzehnten immer noch recht schwer. Und für Workshop-Teilnehmer braucht man daher ganz gerne so einen Trigger fürs Brainstorming, weil das Brainstorming ist immer so der erste Punkt eigentlich, wie man in so eine Geschichte reinkommt bzw. in so einen Prozess hineinkommt. Und ich denke immer ganz gerne so in Prozessen, wie man etwas angehen kann. Und daher ist dann immer so ein Stichpunkt, wo man sagt, okay, ab da gehen wir jetzt ins Brainstorming. Und alleine ist Brainstorming natürlich immer ein bisschen doof. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man zu mehreren ist, um so ein Brainstorming eigentlich anzufangen. Oft ist es so, und das findet man hauptsächlich bei jüngeren Teilnehmern, dass die viel zu komplex denken. Die denken gleich in komplexen Handlungsabläufen, die denken gleich in ganz komplexen Geschichten und denken gleich an Spielfilme. Das ist ein bisschen zu weit. Und für den Anfang sollte es etwas Kleineres sein. Also ist der erste Punkt, einfach denken, ganz simpel denken, mit leichten Geschichten anfangen, nicht mit so komplizierten Sachen. Und das ist, was man in so einem Workshop eigentlich auch als erstes macht. Man überlegt sich was ganz Einfaches. Also was kann eine Geschichte sein? Beispielsweise mit dem Hund spazieren gehen. Ne? Also ich bin jetzt hier gerade im Wald, da sieht man sehr viele mit Hund spazieren gehen. Klingt vielleicht trivial, aber mit sowas anfangen beispielsweise oder backen, ne? Backen, da gehört ja auch was dazu, ne? Das kann eine ganz einfache Geschichte sein, der Weg zur Arbeit oder das Homeoffice, was sich so der Tagesablauf, ne? Es gibt ganz viele Möglichkeiten, einfach Geschichten zu erzählen und je nachdem, was man halt für Bilder macht oder was für Videos dann macht oder was für Texte, das man schreibt, kann das super spannend sein, diese Geschichten dann auch zu erzählen, also spannend für andere, die sie dann hören oder sehen. So, ist man also im Lockdown alleine und muss sich was überlegen, dann ist es schwierig, halt da reinzukommen in das Ganze. Also fängt man mit kleinen Übungen an, um Geschichten zu erzählen. Der Klassiker für kleine Übungen sind bei Fotografen sogenannte Bilderserien. Man überlegt sich also etwas, was man fotografiert und bei mir im Wald zum Beispiel sind es Bäume. Es gibt immer so einen ganz bestimmten Baum, den ich immer wieder fotografiere. Und diese Anregung, die bekam ich mal von einem Workshop von Harald Mante. Das ist für mich so der Meister der Serie und Sequenz, der Harald Mante. Und der fotografiert nämlich permanent schon seit Jahrzehnten immer wieder die gleichen Sachen. Ob das jetzt Türen sind oder Fenster sind oder irgendwelche Objekte, Schilder sind oder sowas. Ne? Immer wieder. Und macht dann aus diesen ganzen Bildern etwas. Beispielsweise so Tabletops, ne? Bilderserien kann beispielsweise sein, immer der gleiche Blick aus dem Fenster, ne? Oder der gleiche Blick in eine Straße hinein, zu unterschiedlichen Tageszeiten, immer wieder zur gleichen Tageszeit, immer so ein Tag nach dem anderen. Und irgendwann wird man dann halt merken, so in die Zukunft hinaus, dass man hat dann 100 Bilder gemacht und so, ah, da ändert sich ja dann doch etwas. Ne? So irgendwann ändert sich etwas mit der Zeit. Ne? Bäume sind so der Klassiker. Früher
Sommer, Herbst und Winter. Ne? Da sieht ein Baum jedes Mal anders aus und das kann man über die ganzen Jahre miteinander verfolgen. Und dann sieht man, dass der immer größer wird, das Ganze. Ne? Und dann ist es die Geschichte des Lebens eines Baumes. Ne? Oder man kennt es auch von Kindern, man fotografiert Kinder und man merkt dann halt auch über die Dauer, über die Jahrzehnte hinaus dann so, oh okay, wie groß die geworden sind. Damit erzählt man dann auch eine Geschichte. Also Serien und Sequenzen bedeutet Ausdauer zu haben, etwas zu machen. Und diese Ausdauer bedeutet dann, dass man dann hinterher so ein visuelles Tagebuch hat. Wenn ich jetzt eine Serie mache und damit eine Geschichte erzählen möchte und dann steht die Geschichte nicht immer zu Beginn der Serie fest. Manchmal dauert es halt auch eine Zeit, bis man dann sich rauskristallisiert, ah, das ergibt eine Geschichte, das Ganze. Ne? Das ist deswegen auch eine kreative Übung, sich eine Aufgabe zu stellen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten außer Serie oder Sequenzen. Ne? Man kann einen Weg oder einen Ort dokumentieren. Der Klassiker ist dann so ein Streetwalk zu machen. Das ist auch eine beliebte Aufgabe, so etwas zu machen. Ne? So ein Walk wird öfter mal in Städten veranstaltet. So ein Walk haben wir im Fotoclub beispielsweise auch schon mal gemacht, in dem ich bin. Ne? So ein Walk kenne ich allerdings auch von Büchern. Ne? Ein befreundeter Fotograf, Horst Hamann von mir, der ist zum Beispiel in New York eine Straße entlang gegangen und hat ein Buch darüber gemacht. Total sehenswert, klingt vielleicht erst einmal banal, wenn man sich diese ganzen Bilder allerdings anguckt, herrlich. Ne? Ein Roadtrip ist auch so ein Klassiker, habe ich selber schon ein paar Mal gemacht, zum Beispiel Kanada oder USA. Und was dabei herauskommt, sind auch wunderbare Geschichten, die man erzählen kann. Dieses serielle Arbeiten, sich permanent mit einem Thema zu beschäftigen, das habe ich bei meinem Workshop beim Harald Mante gelernt. Das schärft den Blick und das bringt uns dann irgendwann weiter. Das dauert eine Zeit, aber künstlerisches Arbeiten ist nichts, was so zack und dann funktioniert und dann schon gemacht ist. Ne? Das heißt, da kommt man dann so langsam rein. Das ist eine Übung, das ist eine tägliche Übung, das ist wie Zähneputzen, das ist wie Kochen. Man übt es immer wieder und immer wieder, wird immer besser eigentlich in dem, was man da tut. Und man schärft den Blick, wenn man durch die Gegend geht, wenn man durch den Wald geht, durch die Städte geht. Und das schärft den Blick und das ist total wichtig und super. Jetzt bin ich raus aus dem Wald und wieder in meinem Studio. Und ein paar Beispiele möchte ich euch jetzt geben für kleine Übungen, um mit Storytelling anzufangen. Starten möchte ich mit dem Klassiker der Fotografie überhaupt, der Bilderserie. Bilderserie kann beispielsweise sein, jeden Tag ein Bild zu machen. Das ist eine kreative Aufgabe. Jeden Tag ein Bild, beispielsweise von einer Straßenkreuzung. Immer der gleiche Ausschnitt aus einem Fenster. Oder wenn man spazieren geht, immer der gleiche Baum, wie gerade eben im Wald. Ne? Und das durchzuziehen über eine ganze Woche, über einen ganzen Monat, vielleicht über ein ganzes Jahr. Immer das gleiche Thema in Serie ergibt ein visuelles Tagebuch. Ein Meister der Serie ist Harald Mante. Ich durfte mal einen Workshop bei ihm besuchen und das war total faszinierend. Das ist nämlich super, wie der auch erklären kann. Ne? Und der fotografiert ganz viele Objekte permanent, immer wieder, jahrzehntelang. Und wenn er dann etwas zusammen hat, wie hier zum Beispiel diese Haustür, ne? Und dann macht er sogenannte Tableaus draus. Und das ist total faszinierend. Ich zeige euch mal noch mehr. Schaut mal her. Oder hier zum Beispiel Gullideckel. Oder hier zum Beispiel Gullideckel, ne? Also nicht nur Haustüren, Gullideckel oder Rosen oder das ist total faszinierend. Stühle, Tische. Wenn man dann genug Bilder zusammen hat und man dann ein neues Kunstwerk daraus erschafft, so ein Tableau, und dann erzählt dieses Tableau eine Geschichte, diese einzelnen Bilder erzählen Geschichten und das ist eine total super kreative Möglichkeit, vor allen Dingen auch zu schauen, was passt denn eigentlich zusammen? Wie interagieren denn diese einzelnen Werke, die man da zusammenstellt? Bei der Methode, in Serien eine Geschichte zu erzählen, dann steht die oft am Anfang gar nicht mal fest. Man hat erstmal nur so eine Idee. Eine andere Möglichkeit ist, einen Weg oder einen Ort zu dokumentieren. Einen Weg oder einen Ort zu dokumentieren ist auch eine tolle Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Das Ganze nennt sich dann einen Fotowalk zu machen oder auch Street Photography ist auch so ein Stichwort dazu. Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele von Fotografen, die genau so etwas gemacht haben. Ein schönes Beispiel für so einen Fotowalk liefert ein befreundeter Fotograf von mir, Horst Hamann.
One Night on Broadway heißt das Buch. Gab es auch eine passende Ausstellung dazu. Und der ist in einer Nacht mit seiner Kamera den Broadway entlang gelaufen. Klingt vielleicht erstmal banal, aber New York ist ja eine spannende Stadt und er hat ja auch dort mal eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Und da findet man ganz viele tolle Fotomotive, die in diesem Buch sind. Ein sehenswertes Buch. Noch viel sehenswerter ist es allerdings, wenn man das Ganze in einer Ausstellung sieht, weil dann die Bilder alle schön nebeneinander hängen. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel, auch von Horst Hamann für euch. Das ist schon ein etwas dickerer Schinken. Auch ein tolles Buch, America. Und das ist dann kein Fotowalk, sondern ein Roadtrip. Auch ein Roadtrip ist eine tolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Wenn man sich das Buch mal hier so genauer anschaut, und dann wird man, genauso wie in der Ausstellung, es gab auch eine tolle Ausstellung dazu, wird man auf eine Reise mitgenommen. Diese ganzen Bilder erzählen jeweils einzeln eine Geschichte, aber auch alles zusammen erzählt dann eine Geschichte, in dem Fall von diesem Roadtrip, den die Familie gemacht hat. Sehr sehenswert, ganz toll. Ein paar mehr Bilder möchte ich euch hier zeigen auf der Internetseite. Hier sieht man nochmal sehr schön, vielleicht ein bisschen besser als jetzt hier gerade im Buch, die einzelnen Bilder. Und hier fasziniert natürlich das Panoramaformat, das sehr viel einfängt. Wenn wir natürlich Menschen mit auf den Bildern haben, dann erzählt es noch viel mehr eine Geschichte, wie wenn wir jetzt keine hätten. Aber auch jetzt hier dieses alte Flugzeug, was da jetzt mitten in der Wüste steht, erzählt auch eine Geschichte, vor allen Dingen in Kombination mit dem Hintergrund. Jetzt möchte ich euch einen klassischen Street Photographer vorstellen, Alan Schaller, ein Meister des Schwarz-Weiß. Super, wie der Schwarz-Weiß fotografiert. Ich zeige euch gerade mal die Bilder von seiner Homepage. Gleich zur Begrüßung seiner Homepage sieht man schon tolle Bilder aus unterschiedlichen Städten wie New York oder London. Das ist ein englischer Fotograf. Und jedes einzelne dieser Bilder erzählt eine Geschichte, wie zum Beispiel hier von diesem Mann, der dann da steht in der U-Bahn und beziehungsweise in der Metro und hier wartet oder die Frau, die hier einen anschaut. Jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte, aber auch alle Bilder zusammen, wenn man sie sich so anschaut, wie sie hier so schön nebeneinander sind. Alan Schaller hat übrigens auch einen sehr sehenswerten Instagram-Account und da kann ich jedem empfehlen, einfach mal drauf zu gehen, ihn vielleicht zu abonnieren. Da merkt man auch, wie beliebt oder wie berühmt, bekannt dieser Fotograf ist, weil er so tolle Aufnahmen macht. Den nächsten Fotografen, den ich euch vorstellen möchte, ist Dominik Verhulst. Ein befreundeter Fotograf von mir, ein Freund aus der Leica Akademie. Und da zeige ich euch jetzt auch mal gleich ein paar Sachen von ihm. Er ist Reportagefotograf und das merkt man dann auch bei ihm. So, wenn ich mir hier so ein paar Sachen anschaue, wie zum Beispiel 5 Days Before Christmas von Venice Beach. Das ist jetzt schon ein kleines bisschen älter, beziehungsweise er arbeitet auch schon sehr lange daran. Und dann sind es teilweise überraschende, teilweise beklemmende Bilder, die man da sieht. Und auch da ist es, jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte, beziehungsweise es regt die Fantasie an. Und man überlegt sich so, was denkt dieser Mann denn jetzt eigentlich gerade hier in diesem Skaterpark, der dann da sitzt und sonst ist kein Mensch da, ne? Wo sind die Jugendlichen? Was macht er da so alleine? Ja. Oder hier dieses Bild, wo der Mann dann da sitzt, mit den ganzen Tauben, die dann da rumfliegen. Man denkt sich erstmal nichts, da sitzt ein Mann, aber ja, es ist ein Obdachloser, man sieht es dann an der Kleidung, ne? Und er hat hier halt Obdachlose dokumentiert. Er hat auch einen sehenswerten Instagram-Account. Hier sieht man auch sehr schön jetzt die letzten Beiträge alle aus Berlin. Tolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen, sehr intensiv, die ganz toll das Leben beim Lockdown einfangen. Menschen mit Maske, Menschen ohne Maske, verlassene Orte, Lockdown, ne? Man kann ja dann auch nicht raus. Daher ist das super spannend für Fotografen, im Moment in dieser Zeit rauszugehen und das zu dokumentieren, was man sieht oder das, was gerade nicht ist oder nicht mehr ist. Das Thema Roadtrip ist auch etwas, was mich total fasziniert. Zum Beispiel in Nordamerika, wo ich da unterwegs war, USA mit dem Motorrad, die Tour oder meine Touren durch Kanada. Da ist ein Roadtrip einfach das Naheliegendste, das Natürlichste, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß, dort einen Ort zu erkunden. Beispielsweise waren wir einmal in einem Städtchen, das hieß Hope, beziehungsweise heißt immer noch Hope, und
da dann einfach mal nur spät abends oder beziehungsweise gegen Abend spazieren zu gehen und diesen Ort zu erkunden mit der Kamera, das war wahnsinnig beruhigend und entspannend und sind tolle Aufnahmen dabei herausgekommen. Und diese tollen Aufnahmen, die habe ich letztes Jahr 2020 in einer Ausstellung gezeigt. Moments Coast to Coast hieß die Ausstellung. Und da zeige ich euch gerade mal eine von diesen Wänden, wo ich diese Moments, diese Momente zusammengetragen habe. Und dann sieht man hier halt sehr schön 15 Aufnahmen. Die sind alle in einem quadratischen Rahmen präsentiert, auf einem Feinartpapier gedruckt. Ein mattes Feinartpapier. Und was nicht glänzt. Und das unterstreicht halt auch diese Farbigkeit und das, was ich damit transportieren möchte mit diesen Bildern. Jedes einzelne von diesen Bildern erzählt eine Geschichte, aber auch alle zusammen erzählen eine Geschichte. Und das habe ich dann auch in einem Vortrag dann mal erzählt, ein paar exemplarischer dieser Geschichten, die hinter diesen Bildern stecken. Und selbst wenn die Geschichten nicht bekannt sind, ist es so, dass es total faszinierend ist, sich da rein zu versetzen und zu schauen, okay, dieser Hund, was denkt der gerade? Und dann entwickelt man selbst eine Geschichte zu diesem Bild. Und dann ist es nämlich wunderbar. Und dann hat man nämlich als Fotograf das erreicht, was man erreichen möchte. Die eigenen Bilder erzählen eine Geschichte. Und manchmal ist diese Geschichte nicht die reale, aber die, die der Zuschauer gerade im Kopf hat. Und dann hat man genau das erreicht, was man eigentlich erreichen möchte als Fotograf. Serielles Arbeiten, also ein Weg, ein Ort, ein Thema, das ist eine total tolle Übung, um kreativ zu arbeiten. Es schärft den Blick auf Objekte, was man so fotografieren kann. Und vor allen Dingen, wenn man dann so eine Serie gemacht hat, später diese Verbindungen herzustellen, wie ich das gemacht habe bei meiner Wand, beziehungsweise es gibt zwei Wände in der Art und Weise, wo ich dann versucht habe, die Bilder zusammenzusetzen, die gemeinsam auch funktionieren und gemeinsam auch eine Geschichte erzählen können. Nicht immer ist das Ergebnis befriedigend, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Es ist nicht immer perfekt, was da so funktioniert. Manchmal ist es auch so, das Bild schmeißt man dann halt einfach weg oder man merkt dann am Ende, genau dieses Bild ist störend. Und wenn man alle Bilder dann vor sich ausgelegt hat, also ich drucke die ganz gerne, ich habe hier neben stehen meine Drucker, ich drucke die ganz gerne aus, lege die auf den Boden und dann kann man ganz toll sie hin und her schieben und zeigen, ja okay, funktioniert denn die Geschichte oder funktioniert es nicht? Muss ich ein Bild vertauschen? Kommt ein Bild raus? Und genau das ist diese kreative Arbeit, das schärft den Blick und es macht einen dann besser für die nächsten Bilder, die man dann eigentlich auch machen möchte. Daher, es gibt ja auch den Sprichwort, Übung macht den Meister. Apropos Meister, eine gute Möglichkeit, von Meistern zu lernen, ist einen Workshop zu besuchen, zum Beispiel bei der Leica Akademie, wo ich selber auch Workshops gebe, oder natürlich Fotobücher zu kaufen, Lehrbücher zu kaufen. Ich habe hier mal ein Buch, Inspiration Leica Akademie steht da drauf, von Heidi und Robert Mertens, aber das ist ein Fotolehrbuch. Und zwar ist es so, dass Fotografen der Leica Akademie ihre Bilder beigesteuert haben und Heidi und Robert schreiben zu diesen Bildern, wie man so etwas macht. Ich habe jetzt hier aufgeschlagen, monochrom, ungleich, monoton, wo es darum geht, nur mit wenigen Farben Bildern zu gestalten. Ne? Farbigen Minimalismus gestalten steht dann da beispielsweise. Ne? Oder hier haben wir Street Photography, zwei Männer auf einer Treppe. Und das Kapitel heißt Minimalismus in der Komposition, eine klare Grafik verwenden und hier haben wir auch so einen schönen Scherenschnitt, wie man ihn auch ganz toll machen kann. Und mit solchen Beispielen oder hier schlechtes Wetter zum Beispiel, es gibt kein schlechtes Wetter für Fotografen, gerade schlechtes Wetter ist ja total spannend. Und mit solchen Beispielen bekommt man ganz tolles erklärt, wie man solche Bilder macht. Und das Schöne ist an solchen Büchern, man muss so ein Buch ja nie komplett durcharbeiten von Anfang bis zum Ende. Und bei allem gilt natürlich Übung, 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 einfach rausgehen und üben. Bei dem Workshop hat man halt den Vorteil, dass man den Referenten fragen kann und man probiert es ganz einfach aus und bekommt dann nochmal eine Rückmeldung. Aber ansonsten ist es so, üben, vielleicht auf Instagram posten und dann schauen, wie die Kommentare sind.
oder Familie oder Freunde fragen, was man da gerade so gemacht hat, was sie denn davon halten, um ein Feedback zu bekommen. Vielleicht hat man als Schüler ja auch einen Lehrer, den man fragen kann, und der freut sich bestimmt, wenn er ein entsprechendes Feedback geben kann. Und jetzt bleibe ich euch noch die Frage schuldig, warum ich eigentlich im Wald war. Das ist relativ einfach. Wenn man immer nur in seinem Büro sitzt, dann kann man im Kopf nicht abschalten. Also geht man raus, treibt Sport. Ich war im Wald gewesen, war laufen gewesen und da bekommt man den Kopf frei. Ich höre deswegen auch keine Musik mehr während dem Laufen, weil mich das auch zu sehr ablenkt. Ich möchte diesen Wald, diese Ruhe, diese Stille im Wald erfahren. Oder wenn ich in die Berge gehe oder wenn ich Motorrad fahre und dann möchte ich diese Ruhe und dann möchte ich eins sein mit dieser Gegend, die ich durchstreife. Natürlich habe ich da immer eine Kamera dabei. Da hinten liegt meine kleine Kamera, die ich dabei habe, eine kleine Q2. Und die habe ich natürlich immer dabei bei sowas, weil man könnte irgendetwas sehen. Das passt dann in dieses serielle Arbeiten. Immer wieder der gleiche Baum. Aber es geht mir halt auch darum, einfach abzuschalten. Einen Ortswechsel, abschalten, Ruhe im Kopf runterzukommen. Es ist Meditation auch. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, abschalten. Ich hoffe, mein Video hat euch ein kleines bisschen ein Gefühl gegeben, wie Storytelling einen weiterbringen kann, was Storytelling auch ist und wie ich da rangehe an das Ganze. Daher wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Storytelling. Wenn ihr wollt, schreibt doch einfach mal unten mit einem Link in die Kommentare euer Storytelling-Tipp bzw. euer Storytelling-Projekt. Würde ich mich sehr drüber freuen und alle anderen, die es gesehen haben, würden sich auch darüber sicherlich freuen. Das war's von mir, euer Thomas. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Allseits gutes Licht. Ciao.